nochmal, Marc, auf der Eurobike 22 hier in Frankfurt, die Premiere. Und jetzt sind wir an einem Stand mit einer Bike-Marke, die viel Tradition hat, aber auch sehr innovativ ist. Und zwar sind wir bei Nikolai Bikes und haben jetzt einfach mal ein beispielhaftes Bike ausgewählt, wo wir einfach mal gucken können, was ist daran anders als an normalen Bikes und was sind die Vorteile davon, was haben sich die Entwickler dahinter gedacht und was kann das Ganze dann im Gelände, wo sind die Vorzüge. Max von Nikolai erzählt uns hier am Stand mal genau, was dahinter steckt. Ich bin ganz gespannt. Und was macht dieses Modell besonders und was würdest du sagen, ist da anders als normale Enduro-Bikes oder Bikepark-Bikes von der Stange? Wie ihr seht, ist das hier das Saturn 16. Jetzt hier in der Farbe Bronze eloxiert. Und ja, das Saturn 16 ist einfach quasi so die Ergänzung zum Saturn 14, die wir bieten wollen, wo kein Stahlfederdämpfer reingeht. Hier geht der rein. Wir wollten aber eben auch unsere coolen Features, die wir zum Beispiel schon am Saturn 14 haben, auch in Saturn 16 übernehmen. Das heißt, das erste coole Feature, was man eben haben kann, man kann den Rahmen sowohl 29 Zoll fahren, komplett 27,5 Zoll oder halt Mallet. Also vorne 29 Zoll, hinten 27,5 Zoll. Das bringt schon mal ziemlich viel Variabilität rein in die ganze Nummer. Und darüber hinaus haben wir noch diese sogenannten Mutatoren. Die sieht man hier, beziehungsweise dann hier an der Schwinge. Und damit kann man dann eben noch ein bisschen entweder das Heck tatsächlich verlängern, wenn man das möchte. Es ist jetzt nicht gerade kurz, aber wer das möchte, es geht auch noch ein bisschen länger. Oder eben halt die Geometrie kann man damit halt auch noch ein bisschen verändern. Das heißt, na, wenn du jetzt hier die Druckstrebe verlängerst, dann kann man eben das Tretlager ein bisschen höher oder eben, wenn man sie kürzer macht, ein bisschen tiefer setzen. Und die Winkel, Lenkwinkel und Sitzwinkel ändern sich auch ein bisschen. Wie ist das denn, weil du es gerade angesprochen hast, die Geometrie mit dem langen Reach und der sehr modernen Geometrie, da seid ihr einer der Vorreiter gewesen. Ich würde jetzt mal sagen, bei den normalen Bikes von den etablierten Herstellern hat sich das ein bisschen eingependelt. Also für den Otto Normalverbraucher könnte man jetzt sagen, es ist immer noch sehr, sehr lang. Wie ist denn so das Feedback der Kunden, auch für Leute, die jetzt nicht 1,90 groß sind? Habt ihr da irgendwas dran geändert oder wie ist das mit der Ergänzung mit dem Mullet, also diese lange, spezielle Geometrie, sage ich mal? Ja, die Geometrie ist in gewisser Weise immer noch ein bisschen speziell, wobei wir hier auch ganz klar einen Gegenpart zum G1 liefern wollten. Das G1 ist halt so unsere absolute Enduro-Abfahrtsmaschine mit bis zu 175 mm im Heck, aber eben auch ein super flacher Lenkwinkel, insgesamt halt ein sehr langes Rad. Das Saturn 16 ist da einfach ein bisschen agiler und ein bisschen kürzer. Dennoch wollen wir diese Tugenden der Geometrie immer noch beibehalten. Wir haben immer noch einen sehr steilen Sitzwinkel, wir haben immer noch einen relativ langen Reach, also jetzt hier 490 mm bei Größe M. Das ist halt alles andere als kurz, aber das Interessante ist eben, dass sich das Rad im Sitzen gar nicht wie eine Streckbank anfühlt, weil der Sitzwinkel so steil ist und die Oberrohrlänge letztendlich ganz normal oder jedem normalen Rad in der Größe oder einer ähnlichen Größe entspricht. Das heißt, letztendlich ist das ein bisschen konservativer als das G1, dadurch natürlich auch ein bisschen agiler und das war letztendlich das, was wir auch erreichen wollten damit. Ihr kennt ja eure Kunden gut, weil ihr ja auch viel mit Custom-Made macht und den Kundenwünschen entspricht. Ist es ein Fahrrad oder die ganze Reihe, die meistens eher so aufgebaut wird für Bikepark, für Lift, Gondel oder ist es auch schon sehr dafür prädestiniert, die Berge selber hochzukurbeln? Das ist tatsächlich sehr gut beides machbar. Je nachdem, wie man das Rad aufbaut, je nachdem, wie man das auch von vornherein aufbauen möchte. Wir bieten die Möglichkeit durch diese, man sieht das hier, diese Stoßdämpferhalter. Da gibt es zwei verschiedene, einmal für einen Luftdämpfer, einmal für einen Stahlfederdämpfer. Man kann sich also schon da entscheiden, möchte ich eher ballern, möchte ich eher einen Luftdämpfer, ein bisschen Gewicht zu sparen. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Bank durch. Ich sag mal, wir haben sowohl in der Farbe als auch in der Ausstattung so viele Möglichkeiten, dass wir beides ganz gut abdecken können. In Summe wollen wir aber mit dem Rad halt sozusagen unter dem G1 bleiben, aber deutlich mehr Potenz bieten als das Saturn 14. Danke dir, Max. Das war echt sehr informativ zu diesem speziellen Rad, aber auch ein bisschen, wofür Nikolai an sich steht. Ja, und in der Videobeschreibung sind nochmal alle Informationen zu dem Modell. Findet ihr auf deren Webseite. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.